Hallo Pferdeleute, beim letzten Mal hat die Larissa dieses Pferd geritten und danach haben wir natürlich nochmal gefilmt mit der Besitzerin selber und die Idee ist halt gut im Becken mitzuschwingen, was man im Sattel leichter machen kann, indem man den Absatz immer wieder mit dem Schwung mitschwingen kann. So ist mein Trick immer am besten Bauchnabel nach hinten, dann schwingt man mit. Wir gucken uns das jetzt mal an. Das Problem ist halt, sie wird in den Kurven schneller. Genau, ganze Bahn. Also reit irgendwie. Kannst natürlich auch jederzeit antraben. Also wie gesagt, im Sattel würde man immer den Absatz mitschwingen. Der wird ein ganz klein bisschen nach unten gehen und damit das Becken aktivieren. Das geht halt ohne Sattel nicht. Der Sattel ist gerade beim Sattler. Und hier hilft halt Bauchnabel zurück. Richtig einziehen den Bauchnabel. Aha! War eine kleine Verbesserung. Jetzt sehen wir bei der Steffi gar nicht, ob sie mitschwingt oder nicht. Deswegen rufe ich jetzt einmal kurz durchparieren. Larissa, bitte einmal Weste klauen. Aber man konnte es sehen. Dass sie erstmal immer weiter nach innen fällt, muss ich da groß was dran machen? Also man kann einfach mal sagen, ich arbeite jetzt einfach nur am Tempo und nicht an der Richtung, finde ich. Aber irgendwann natürlich schon. Man kann jetzt nicht immer sagen, Pferd, renn, wo du willst. Aber du bist dann auch überfordert, wenn du jetzt denkst, ich muss auch noch lenken und ich muss dies und ich muss das. Und dann wirst du wieder steif, das wollen wir nicht. Bauchnabel einziehen. Also ich finde es nicht schlecht, wie sie eigentlich mitschwingt. Aha, und dann geht's auch. Hier ist es aber immer besser. Okay. Ja. Hat ihre Persönlichkeit geändert, an sich zum Positiven. Längere Zügel könnte auch helfen, wo man immer das nicht denkt. Also ich finde das Tempo gut und ich finde auch, du schwingst gut. Also immer wenn du merkst, es wird hier unbequem, zieh den Bauchnabel ein. Jetzt zum Beispiel einziehen, einziehen. Ja, das hilft. Natürlich immer schwer zu sagen, ne, ob jetzt deine Aktion ist oder ob die Ecke sie ausbremst. Deswegen machen wir sie jetzt so kurz vor der Ecke Bauchnabel einziehen und langsam schwingen. Ja, das ist fies. Langsam Bauchnabel. Fand ich jetzt besser. Was sagst du, Larissa? Ist sie denn vom Tempo her deutlich schneller als bei Larissa? Nee. Nein? Nein. Das ist mein Empfinden viel. Ja, aber es ist wahrscheinlich... Ich kann mehr an ihrem Tempo arbeiten als mehr an meinem Mitschwingen. Aber dann gucke ich mir das Video an, weil für mich fühlt sich das an, als würde sie da voll rennen. Nee, ne? Also sie hält noch nicht so ganz gleichmäßig ein Tempo, aber da arbeiten wir Westernreiter Jahre dran, dass die ein gleichmäßiges Tempo halten. Und da kann man auch mit dem Zügel was machen, aber wenn du es schaffst über deinen Sitz, über dieses, hast du ja, ne? Einfach den Bauchnabel nach hinten, mach mal ganz kurz für die Zuschauer. Genau, kann man richtig sehen. Dann wird der Rücken gerade kein Hohlkreuz mehr. Dadurch kannst du die beeinflussen, das ist doch genial. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.